Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion D2 im Ranglistenmodus. Wir gehen als Burg immerhin rein, so wie immer. Oder wie in den meisten der Fälle. War auch eine Menge Stich, ne? Eine Menge Stichschaden auf jeden Fall. Meine, der ist nicht schlecht. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Können schon mit dem strahlenden Nimbus starten. Machen wir auch. Upgrade. Dass du sparen willst, hast du mir aber früh gesagt. Eine Drohne, sieht nach Fiesta aus. Gucken wir uns einfach mal das Profil an. Fiesta, Fiesta, Fiesta. Okay. Also Fiesta. So ungefähr. Ja, ist ein bisschen zu knapp, aber wenn ich den zum Teufelsfisch aufwerte, sollte es klappen. Nicht so eine große Reichweite. Die Kaulquappe. Passt. Ja, der hat ein bisschen mehr verkackt durch die Schnecke. Meine Schwäche ist dann wahrscheinlich Stichschaden. Würde ich mal behaupten. Die haben leichte Verteidigung. Berserker auch. Arkane. Arkane.
Da hat er aber ordentlich durchgelassen. Ja, das weiß ich. Ist halt Fiesta. Na, so viel können wir nicht machen. Aber ein Robo könnte reichen. Wir hatten nur den King auf. Zwei Drohnen. Ja, auf 7 können wir schicken, da schicken wir ein bisschen Aufprallschaden rein. Das macht schon Sinn. Die Spawns sind am Anfang ganz schön nervig. Go with the flow. Teufelsfische sollten erstmal ganz gut sein. Die blocken und der strahlende Limbus macht den Schaden. Zwei Blut sollten reichen. Schau, noch ganz gut geblockt, muss ich sagen. Nicht schlecht. Immer Schaden sollte reichen für die Drohnen und für den Grawl. Ebenso der Sturmjäger und die Bloods für die und den Sturmjäger. Schnecke einfach mit rein. Albtraum. Ich bin gut durchgekommen. Und das sieht nach einem Hold aus. Ja. Das habe ich gehalten. Und da sind wir stark durchgekommen. Das war sehr schön. Können wir uns noch Worker gönnen auf jeden Fall. Herr Fuchs.
Triple Robo. Ich gehe mit dem Berserker. Dann habe ich den für nächste Runde schon mal safe. Das ist unglaublich wichtig. Das interessiert jetzt für die Welle auch nicht. Wirklich Aufprallschaden habe ich leider nicht. Ich hätte auch Nimbus bauen können, theoretisch, aber da bin ich lieber auf Nummer sicher. Das werde ich nicht halten. Fürst des Todes? Trotzdem gut auch gehen. Ja, sieht gut aus. Er scheint es noch zu blocken. Könntest du noch einen Blocker gönnen? Zweiten Berserker. Das sind ganz schön unter Druck, aber die haben immer noch mehr Kohle als ich. Robos kostet natürlich auch dementsprechend. Doppelgänger war zu stark. Ein Order to Counter, aha. Hör doch mal auf, mich zu nerven. Ist doch nicht normal. Not enough gold. Kann man denn so krass nerven? Gar nicht so viel durchgekommen. Bei mir zumindest. Considering done.
Hört doch mal auf rumzunerven. Das geht mir auf den Keks. Also manchmal frage ich mich, was man hier für Leute trifft. In der Elo. Entweder jede Runde schick. Oder so was Nerviges hier. Ja. Normal ist das nicht. Da habe ich ja viel gekonnt. Und er auch. Noch locker pushen. Zack. Können Berserker upgraden. Das ist nicht schlecht. Ich fällt den King auf. Manchmal darf man wirklich nicht auf die Leute hören. Die Vulkankanone macht die einfach weg, weil durch die Elementare kriegt die schon wenig Schaden und dann schießt sie einfach mit drauf. Und auf jeden Fall hier ein bisschen aufwerten. So. Kaulquappen raus. Ich hätte gern magischen Schaden. Bisschen besser. Orchideen nehmen wir also rein. Von denen habe ich genug. Stichschaden habe ich auch genug. Ich könnte das auf jeden Fall noch gebrauchen. Könnte auch den Eiersack gebrauchen. Vielleicht kriegen wir den Eiersack noch ganz gut hin. Gerade wenn die gesendet haben, dann überbilden. Klingt gar nicht schlecht. Es gab Schotter und Gold. Aber er hat durch Fiesta natürlich trotzdem den Vorteil, weil es war nicht so viel durchgelassen. Schwierig. Oh. Man hat alle aufgewertet. Von den Crab Lords. Und ein Chefkoch dazu. Bringt mir 17 was. Ja, es ist Stichschaden. Okay.
Oh ja, der ist tot. Thaddeus wird durchkommen. Aber die anderen sind down. Ich glaube, wir kacken nicht ab. King ist maximal. Ist eine Hexe, kein Schamane. Wir werden jetzt mit dem Eiersack hier gehen. Mit dem Doppelten. Noch ein Upgrade machen. Muss eigentlich die auf jeden Fall mal aufwerten. Mit 600 können wir schon viel machen. Ogre müssen mit rein. Die Crab Lords. Oh shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die nochmal 400 neu senden. Na gut. Hydra ist da. Auch wenn es so eine kleine ist, also zwei kleine. Soll's. Die werten wir auf. Wenn wir eine Kanone bauen, einen Worker holen, Ende. Das wird ein dicker Send. Und nahezu unsere einzige Chance noch aufzuhüllen. Wir hatten immer gut geblockt. Also klar ist was durchgekommen, aber der Block war trotzdem nicht schlecht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Sehr gut, wie sieht es bei mir aus? Ein Hold. Locker aufbauen. Musst du Ogre schicken bei den Spawns. Sonst wird das nichts. Auf jeden Fall kein Sieg, aber wir haben ein bisschen was rausgeholt. Jetzt müssen wir hier mit unseren Ninja-Freunden den magischen Schaden rausholen. Die Frage, nehmen wir 19 oder nehmen wir 20? Ich glaube 19 hat ganz schön viele Spawns. Weiß ich nicht. Aber die sammeln jetzt.
Vulkankanone. Vulkankanone. Starten wir noch einen Nimbus. ...240 kriege ich noch zusammen. Den eventuell. Nee, wir nehmen den mit. Und das. Auf die Schwäche bin ich eigentlich schwach. Aber durch die Hydras, auch wenn die schwach sind, habe ich ein bisschen was rausholen können. Aber schaff's nicht. Vier sind durchgekommen, aber er hält. Ey. Selten, dass mein Game so lange geht, tatsächlich. Ganz komischen Aufbau. Obwohl die Hydras schwächer sind, bringt die mir gerade extrem viel mit der natürlichen Verteidigung, weil ich die sonst nicht habe. Kommt es drauf an. Den werden wir noch upgraden. Verkaufe ich die eine noch. Teufelsfisch. Machen wir eine Hexe rein. Ja, hoffen wir mal, dass es uns was bringt. War vielleicht ein Fehler, die zwei Eiersäcke noch zu platzieren. Ich bin durch. Er könnte sogar noch halten. Ich komme aber durch. Beide durch. Er kämpft hier noch mit den Frogos. Da wird schon angegriffen, wenn der hier noch kämpft. Das ist gut. Und die Zeit noch rausholen. Das wird nicht reichen. Bei uns aber auch nicht. Gehen wahrscheinlich auf 23. Boah, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen verstärkte Hydras. Das
schon mal extrem viel wert. So, wir müssen aber gucken, dass wir hier noch ein bisschen Verteidigung aufbauen. Upgraden, was wir nur upgraden können. Gerade die hier. Sind natürlich wichtig. Oh, die schicken ein Ranglisten-Game, was sich auf der 23 entscheidet. Das hat man, glaube ich, auch ganz, ganz selten. Damit noch ein bisschen Verzögerung einbringen. Einfach noch Robos reinknallen. 1300. Ich kann mir meinen Hydras ein bisschen verzögern. Schaman ist down. Aber ich werde schnell trotzdem down gehen. Die sind zu stark für mich. Er ist zuerst weg. Oh, es wird close. Okay, wir haben verkackt. Die sind zu schnell da. Aber das war ein krasses Game. Auf 23, das hat man wirklich fast nie. Ach du Scheiße. Echt hart. MVP! So, eine weitere Runde Legion. Holy shit, die kann sie jetzt zurücklegen. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.